Ich wollte Simone eigentlich auch tatsächlich zu Hause abstellen und zu Fuß hinlaufen, weil ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir da mit Simone und dann, oh, lass uns da nach Hause gehen oder so, weißt du? Deswegen stelle ich sie tatsächlich immer ab. Und wir gehen nochmal gucken. Hallo. Oh, das ist Jennifer. Oh, ist egal. Guten Abend, ich glaube, das Feuerwerk geht gleich los. Ja, können wir nicht irgendwie? Ich liebe der Sommer. Es findet das Feuerwerksfestival statt und lecker essen und. So ein Schirm. Das ist auch hier so ein Schirm, ne? Und wir konnten schon wieder Juan nicht beschenken. Weil Juan einfach nicht da ist. Der schließt ab, damit keiner da reinkommt. Hallo Jennifer. Ach du meine Güte. Hast du etwa gespürt, wie ich nach dir gerufen habe? Ich dachte nur, dass etwas Begleitung schön wäre. Los, nimm Platz und genieße es. Ha, klingt nach einem Blowjob. Jetzt, wo du schwanger bist, geht ja nichts anderes mehr. Es wäre ekelhaft und gruselig. Stellt es euch vor. Genau so stelle ich mir es vor. So in etwa sah auch die Zeugung aus. Eine große Explosion aus menschengemachter Energie. Zeugung. Ich sag's euch. Genau so sah es aus. Und aus Klängen, die dich in der tiefsten Seele erzittern lassen. Zeug. Ne? So eine Erfahrung kann man nur an einer Nacht wie heute machen. Ist das nicht herrlich? Kann ich Nein antworten? Ich bin quasi auch so zerklatscht. Das war ein sehr zufriedenstellender Abend. Oh, zufriedenstellend. Das ist nur Note 3. Schade, sorry. Beim nächsten Mal halte ich länger durch. Heute Nacht werde ich bestens unter dem Sternenhimmel schlafen. Ja, nee, natürlich schläfst du draußen. Jetzt, wo du schwanger bist, ist ja klar. Was sollst du im Bett schlafen? Feuerwerk am Strand ist auch aus zu betrachten, ist einfach das Beste da, was es gibt. Es fühlt sich so magisch an, ey. Was jetzt? Bah! Alter, seid ihr eingebrochen? Pang, 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 pakang, pang. Guten Morgen, Käst. Hi. Ich bin heute gekommen, um dir zu gratulieren. Du bekommst ein Baby. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Da ich über dich wache, freue ich mich sehr für dich, Käst. Ja. Ganz auch einfach. Ach, und wenn du die Wahl hättest, solltest du lieber ein Junge oder ein Mädchen werden. Okay, ich kann die Geburt des Babys kaum erwarten. Na gut, ich gehe dann mal. Bitte kümmere dich um deine Frau, Case. Nie im Leben, Alter. Oder meinst du mit kümmern, dass ich sie umbringen soll? Oh, hallo Jennifer, du lebst ja noch. Das ist schön. Jetzt nicht. Den Sarg kannst du später zusammenzimmern. Was ist los mit dir? Steht hier der Geburtstermin drinne? Oder purzelt das Ding einfach irgendwann raus? Nee, ich glaube, das Ding purzelt irgendwann raus. Geh aus dem Weg. Nein, morgen ist der Tornado, Tornado. Es fühlt sich komisch an. Ja, genau. Es fühlt sich immer komisch an, wenn ich was mit dir mache. Das kriege ich jedes Mal zu hören. Ich gehe jetzt raus. Okay, wir durften uns jetzt also aussuchen, was es werden sollte. Und wir haben uns natürlich für ein wunderschönes und atemberaubendes Mädchen, entschieden. Da läuft ein Pinguin im hohen Gras. Ich sehe doch seine Kuppe. Weil. Naja, ein Mädchen ist einfach besser. Weiß ich nicht. Das sind halt so geheime Neigungen. Okay, das klingt echt. Okay, das klingt total falsch. Geheime Wünsche? Geheime Neigung klingt unsagbar falsch. Oh Mann, nein. Also geheime Wünsche, die man so, ne? Jetzt erfahrt ihr hier Dinge über mich, die, ne? Die sonst keiner weiß. Also nur die, die dieses Let's Play verfolgen, wissen, dass ich mir ein Mädchen wünsche. Nicht wegen irgendwelchen Neigungen, sondern. Oh Mann, ey. Warum ist das Leben so hart zu mir? Können wir eigentlich auch unser Pferd schwängern? Wenn ein kleines Babypferd.
klar hast du das oft gemacht. Du tust gerade so, als ob du das noch nie gemacht hast, ey. Arbeitet schon seit einem halben Jahr bei mir, weißt du? Ich hab das noch nicht oft gemacht. Wenn ich das auf Arbeit sagen würde, ne? Wenn ich Schelle bekomme. Hab ich noch nicht oft gemacht. Muss meinen Scheiß noch ablegen. Die Einbrechergöttin und so hat mich ein bisschen abgelenkt. Wollte sie nicht draußen schlafen vorhin? Ich meine, wir wissen nicht, ob sie draußen geschlafen haben. Wir waren ja gleich im Bett. Ich hoffe, ich habe mich um alle Tiere gekümmert. Schon scheiße, dass es morgen tornadosisiert. Ich hoffe mal nicht, dass dadurch die Ananasernte noch mehr ausfällt, ey. Das ist das Einzige, was mich noch glücklich macht in diesen Tagen. Wir haben es so schwer im Leben. Nochmal 3.700 drauf auf die Kette. Hat sich gelohnt. Das ist wie die Leute, die 500 Meter zum Bäcker mit dem Auto fahren. Das sind genauso eine Granatbomben. Müsste nicht bald mal das Kind geworfen werden? Da oben da das Sandy-Bike hier. Mal schauen. Noch zwei Tage, natürlich. Der 27. ist es jetzt. Alter, findet er. Ich frage mich, wie lange Jennifer jetzt schwanger ist, ehrlich gesagt. Und warum hat unser Haus eigentlich keine Treppen? Ich frage nur wegen, Na komm, melk sie. Wart ihr gestern draußen? Habt ihr euch wieder vergessen? Ich weiß es nicht. Ah, Pferd. Geh mal dahin. Ich glaube, ich habe die einfach schon wieder nur vergessen. Ich gehe mir jetzt erstmal wieder meine Eier zerkochen, damit sowas wie ein Kind nicht nochmal passiert. Vorher bewerfe ich die Erntegöttin. Weil ich mir dank ihr das aussuchen darf, weil sie ja scheinbar nach der Schwangerschaft Einfluss darauf hat, ob sie das Ding abschneidet oder da dran lässt. Wir haben abschneiden gesagt, das ist dann, ne? Wir müssen auch noch nach Wukong da, oder Wuhan, oder wie auch immer der heißt. Huan, nicht Wuhan. Und damit wir ihn endlich mal beschenken können, damit wir endlich mal Vans Favorite verticken können. Weil das keiner haben will. Fertig. Da sollte jetzt nichts überlebt haben. Nichts. Gar nichts. So ist verschrumpelt, wie die Dinger jetzt aussehen, da wird nichts mehr sein. So, ich mach mal ganz kurz den Wuhan-Typen, ne? Ich nehme wieder Simone als Pferd mit, das ist dann, ne? Ich weiß gar nicht, wie das... Ja, sieht ja schon so aus, als ob es irgendwas kann. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich sie heute schon gelobt habe, ehrlich gesagt. Aber ist ja auch wichtig. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Können wir auch mal gucken, ne? Naja, Blaubeere ist ja gerade nicht hier. Kirsche war immer hier. Jetzt habe ich Simone. Ja, scheiß drauf, jetzt habe ich Simone nicht mit. Ist egal. Vollkommen wurscht. Wurscht.
weit ist der? Steht unter den Bewohnern, ne? 3. Muss, glaube ich, irgendwo bei 5 oder so sein, wa? Damit er mein dicker Homie ist. Ein dicker asiatischer Kung-Fu-Panda. Das wäre schon, na, super. Was kommt da als nächstes? Das Konzert steht vor der Tür. Dritter Tag im Herbst. Ach ja, das war ja dieses Gesinge und Getanze da in der alten Klapsmühle da oben. Stimmt. Ja, nee, warum auch da sich schon oder so? Musst du nicht mal zum Frauenarzt oder so? Muss man nicht mal nachschauen, ob alles paletti ist? Ein Ölwechsel oder so? Kannst du auch nicht die ganze Zeit auf alten Öl laufen. Okay, sie hat die Schnauze voll. Kaum tauche ich in ihren Bildschirm auf, geht sie. Nee, ist ein tolles Zeichen. Ja, wir sind auch sehr verliebt. Wir sind sehr verliebt ineinander. Das ist unsere Art, uns Zuneigung zu geben. Beleidigen und weglaufen. Das ist unser Ding. Wir stehen Außenstehende nicht. Wir kommen damit einfach klar. Ich kann damit leben, dass sie jedes Mal geht. Naja, hat uns fast 10.000 dagelassen. Das ist ja auch mal was. So oft, wie der bei uns nicht mehr abgeholt hat. Ich hoffe, ganz ehrlich hoffe ich, dass das Kind im Stream geboren wird. Ganz ehrlich, sowohl hier virtuell als auch, wenn es denn irgendwann in 20 Jahren mal so weit sein wird, wenn ich endlich 18 bin, dass es dann auch in echt mal so sein sollte. Dann hoffe ich auch, dass das Kind einfach im Stream geboren wird. So ein richtiger schöner Livestream von der Geburt. Weißt du? Richtig schön draufhalten. Ich frage mich, wie schnell YouTube sowas zensiert. Ich meine, erst weiß es YouTube ja nicht. Erst können sie ja gar nicht erahnen, was ich da streame. Bis denn ja irgendwann mal irgendjemand was sagt, oder? Vielleicht oder würde man ungeschoren davonkommen, so in dem Sinne. Ich meine, nur als komplett doofe Überlegung. Weil es hieß ja auch mal, dass dieser Amokläufer von, ich glaube, es war in Halle, der das Livestream auf Facebook gemacht hat und sowas. Ich meine, es geht ja, weil, naja, das Internet ist langsam. In den Punkten ist die Reaktion darauf relativ langsam. Also rein theoretisch müsste eine Geburt Livestream auf YouTube ja eigentlich funktionieren. Wenn sie das Bike schnell rausdrückt und du nur die Endphase. Also, so rein theoretisch müsste es ja klappen. Ob das Video dann jemals wieder zu sehen sein oder ob ich irgendwelche Strafen bekomme dafür? Außer vielleicht nicht. Aber kann man mich gesetzlich, wenn ich von jedem die Einstimmung habe, die da jetzt in diesem Raum sind, auch von mir aus den Ärzten und was weiß ich, kann ich denn polizeilich verfolgt werden, weil ich das ins Internet stelle? Und wenn ich das auf 18 plus stelle, also man kann ja bei YouTube die Videos so einstellen. Kann ich dann trotzdem verfolgt werden? Das sind einfach so gerade Ideen, die ich gerade so... Das sind so Dinge, die ich gerade im Kopf habe. Habe ich schon dich beworfen? Bin mir gerade nicht sicher. Ah, okay, ja gut. Fahrschule gab es nicht. Das sind so gerade... Ne, das ist mir gerade so durch den Kopf gegangen. Klingt komplett dämlich, aber einfach mal so drüber nachgedacht. Naja, sie schläft wenigstens schon. Aufwachen! Nein? Thomas hätte heute Geburtstag. Naja, ist ja egal, ist nur der. Ist nur der Bürgermeister. Wir müssen uns echt nicht. Der geht sowieso nicht mit den Steuern runter, also ist es eigentlich egal. Meine Güte. 9.000. Exakt auf dem Arsch genau 9.000. Geil. So, ist wieder irgendwas. Oh, so wie es aussieht, ist Gott's fertig. Oh, unser Badezimmer. Achso, stimmt, heute ist windig. Ja, stimmt. Ein Bad nehmen, klar.
Hat 30 Minuten Zeit in Anspruch genommen. Es fühlt sich komisch an, aber irgendwie... Na gut, ja, das war der Sommertag. Gute Nacht. Knallharte Null. Und heute regnet es, habe ich es richtig gesehen? Oh, schön. Ja, es fühlt sich komisch an, ich weiß. Ananasse! Sind noch alle da? Nice. Ananice. Dann ziehen wir mal hier alles aus dem Suppenkopf. Oh, und dann auf den drei... Oh, dann haben wir nochmal wieder Kohle, ey, geil. Da kommen die Wichtel, ey, und wissen ganz genau, dass sie nichts zu tun haben. Wir müssen unser Feld wieder freiräumen, ey. Oh, wenn ich das so sehe, ne, kriege ich einen Knödel. So, leider werden die Ananasse nicht nochmal wachsen. Die Tomaten voraussichtlich auch nicht. Ich gehe davon aus, dass wir eventuell noch einmal Mais bekommen, tatsächlich. Anstatt einfach nur hier zu sitzen und nichts zu tun, wäre das doch eine famose Idee. Ihr Geschwüre, wenn, naja, weißt du? Dann haben wir bald schon wieder unseren Herbst, meine Güte. Und Sandy hat immer noch nicht das Ding rausgedrückt. Ich weiß einfach nicht, was mit der los ist. Also for real, eigentlich hätte das doch schon längst sein müssen. Ich ernte jetzt auch nur noch und dann machen wir erstmal die Aufnahmepause. Dann speichere ich erstmal und dann machen wir erstmal Feierabend. Damit die Folgen auch noch rechtzeitig alle rauskommen. Das wollen wir ja alle. Und mit rechtzeitig meine ich das, ne? Das hier ist jetzt die Freitagsfolge. Dann muss ich nochmal eine Woche aufnehmen und dann... eine Woche? Muss ich eine ganze Woche aufnehmen? Nee, dann muss ich nochmal aufnehmen und dann... eine Stunde aufnehmen oder eine Dreiviertel oder sowas. Je nachdem, was so passiert. Oh, ich bin so begeistert, dass wir hier Ananas sammeln. Nein, eigentlich ja wirklich schon, weil es das echt Geld gibt. Ich meine, wir haben fast 100.000 auf der Tasche. Dann, das ist schon echt viel. Das ist verdammt viel Geld. Und deswegen ist der Sommer so geil, weil du da so richtig schön wie Kohle kriegen kannst. Kohle, Kohle. Sehr viel Kohle. Oh, ich wünschte, der Mais wäre auch noch fertig. Einfach nur, um den Schwall nochmal mitzukriegen. So, erstmal alles wieder rein. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. Wie viel bringt sowas eigentlich? 37.000 schon mal? Alter, 37.000. Wenn ich Mathe könnte, könnte ich euch jetzt sagen, wie viel wir dann hätten. 70.000. Ich kann Mathe. Ich bin ein Mathe-Genie, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt bin ich ein Mathe-Genie. Nein, das war gelogen. Also es war wirklich voll gelogen. Ich war nie gut in Mathe oder Deutsch. Muss ich auch nicht. Mein Körper bringt mich überall hin. Das bringt mich nach Promi Big Brother und Promi Dschungelcamp und Promis in Exil und ne, Promis unter Palmen und Promis unter den Rädern oder was weiß ich, was es noch so gibt. So, nochmal 930 dazu. Nochmal ein Dusi. Nennen wir es ein Dusi. Schade, ich dachte, wir kriegen das noch hin, dass Sandy das Ding rauswirft. Aber sie will es einfach in sich behalten. Es könnte jetzt jeden Tag soweit sein. Ja, wäre es mal heute. Oh, die sind ja auch fertig. Sehr schön. Oh, ich kann es kaum erwarten, wenn wir Sandy wieder beschneiden dürfen, ey, ehrlich. Naja, rein theoretisch dürftet ihr mir nichts geben, ne? Hört sich sehr leer an. Macht so eine Leergeräusche. So, nochmal 1400. Also, das gibt dieses Mal wirklich viel Geld.
Es gibt dieses Mal wirklich viel Geld. Übrigens spiele ich jetzt den Tag noch schnell zu Ende. Geht die Folge länger. Müsste durch. Ich muss hier erstmal wieder so aufräumen. Oh Gott, ich muss hier wirklich langsam aufräumen. Sieht wirklich langsam echt scheiße aus hier. Ein bisschen hart schäbig irgendwie. Ich wünsche, das würde... Weiß ich nicht, das Unkraut ist so... nervig. Ich meine, es ist wirklich nervig. Ich meine, es ist immer da. Dauert lange, bis du das wirklich alles weg hast. Ich meine, es dauert wirklich lange. Also ich bin ja nicht so, dass das hier schnell geht oder so. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir unsere Sense kaum irgendwie, aber so brauche ich die Sense halt auch eher weniger. Holen wir das nochmal auf. Ich werde auch gleich mal, oder beim nächsten Mal werde ich mal anfangen, den Rasen mal wieder ein bisschen zu stutzen. Der ist so übertrieben viel derzeit. Der ist so übertrieben viel. Dass er schon nicht mehr schön aussieht. Wow, du hast ziemlich viel. Oh, der sagt einen anderen Spruch dann dabei. Aha. 73.000, Alter. Wir haben 73.000. Alter, ist das geil. Wie viel Geld wir haben, ey. Voll geil. Ups, würde ich gar nicht. Ups, würde ich gar nicht. Mann! So. Das bisschen Gras, was wir gesammelt haben, können wir hier reinschmeißen. Und das nehme ich nochmal mit. Kann in jede Richtung wachsen, das ist gut. Ich gehe nochmal ganz schnell zur Erntegöttin und dann gehen wir auch schon wieder ins Bett. Dann ist der Regentag vorbei. Dann haben wir den 28. Sommer und dann ist bald Herbst. Aber die Götter will ich trotzdem nochmal beschenken. Das ist halt doch wichtig. Auch wenn uns die Blumen langsam tatsächlich ausgehen. Ja, komm, ist egal da mit dem... Dafür gehen wir ja früh ins Bett. Ich weiß nicht, ob das denn einen Unterschied macht. Weil wir jetzt ja tatsächlich früher ins Bett gehen, dass es dann vielleicht schneller geht. Ich weiß es nicht. Oder besser zum... Die Tiere haben wir ja alle fertig. Ich lasse mal das blaue Gras ganz kurz. Weil ich das Gefühl habe, dass wir Aqua und sowas bald wieder beschenken müssen. Dass sie unsere Best Buddies werden. Okay, dann würde ich sagen, hau ich mich ins Bett. Hoffe, dass morgen nichts passiert. Na, alter Fenne. 40.176 gemacht. Ich denke, es ist Zeit für die Geburt. Ach ja, stimmt. Ein Alpaka-Fohlen wurde geboren. Ich sollte es einen Namen geben. Ich habe auch schon genau den richtigen Namen. Nennst du es ja doch nochmal hier in dieser Folge. Ui. Per. Das ist der beste Name für ein Alpaka-Baby. Weeper. Meine Familie ist gewachsen. Ich muss jetzt, ne? Ich muss jetzt speichern. Nice. Haben wir noch ein Alpaka-Baby? Oh, nee. Morgen ist schon wieder Tornado. Wobei, morgen ist mir eigentlich egal. Ich weiß gar nicht, heute ist... Ja, es ist sogar. XL-Ausdauertrank. Oh, nice. Ein XL-Ausdauertrank ist aber nice. So, jetzt aber tatsächlich... Okay, morgen hat Zack Geburtstag. Der wird leider wegfliegen, aber ist egal. Ach, komm. Ach, komm. Weil sie schwanger ist. Auch wenn es nicht von mir ist. Aber, ne. Ist so. So, dann werde ich jetzt speichern. Und wir machen morgen wieder handelsüblich weiter. Handelsüblich vor allem. Das ist sehr schön ausgedrückt. Deswegen verabschiede ich mich jetzt. Und, naja. Bis zum nächsten Mal für die nächsten zwei Folgen. Und dann geht es im Livestream wieder weiter. Wenn
die dann auch endlich ihr Bike rausdrückt, kann ich eigentlich da auch sehen, wie lange das noch dauert. Beim Alpaka konnte ich das. Oh, hier scheinbar nicht. Schade. Naja, was soll's. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.